Willkommen bei meiner Bundesliga-Prognose für die Saison 2024-25. Ihr seht die Timestamps, wir gehen die einzelnen Plätze durch, ohne gespoilert zu werden. Und danach auch verschiedene Awards, die ich geben werde, einzelnen Spielern und auch Mannschaften. Also lasst euch überraschen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Mannschaften ihr ganz oben seht, vielleicht auch ganz unten. Und wer für euch eure Awards bekommt, die ich dann vorstellen werde. Sowas wie Top-Torschütze oder Top-Vorlagengeber. Aber wir starten direkt mit Platz 18. Wir gehen von unten nach oben durch, ihr kennt es. Und zwar mit dem ersten Abstiegsplatz. Und zwar der roten Laterne der ersten Bundesliga. Und das wird für mich Holstein Kiel. Bei dem Trikot-Ranking habe ich schon besprochen, dass es nach das Trikot zumindest mal nach einer Mannschaft aussieht, die auf jeden Fall im Tabellenkeller landen wird. Und das liegt einerseits an der Kaderqualität, die einfach nicht ausreichen wird, meiner Meinung nach. Und dazu kommt auch noch, dass das Ganze drumherum einfach, ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie Holstein Kiel, keine Ahnung, in München einen überraschenden Punkt holt oder in Dortmund. Das sind einfach Sachen, die kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht begeistern sie mit tollem Fußball, aber ich glaube es nicht und ich sehe einfach alle 17 Mannschaften oben drüber sogar ein gutes Stück deutlich besser individuell besetzt. Auf Platz 17 habe ich dann vielleicht für manche den ersten Schocker und zwar habe ich im Aufstiegsplatz den VfL Bochum. Alleine, dass vielleicht ein Bernardo weggehen wird, vielleicht, ist schon ein herber Dämpfer und man muss einfach sagen, ich finde VfL Bochum, die haben mit so viel Glück letzte Saison, wobei das ist eigentlich keine Meinung, das ist eigentlich relativ objektiv klar zu sagen, die haben das Hinspiel zu Hause 3:0 gegen Düsseldorf gewonnen, haben natürlich so extrem stark gespielt im Rückspiel, gerade in der zweiten Hälfte, aber wer war da der Mann? Wer war der Mann, der Bochum hochgezogen hat, wieder in der ersten Liga gehalten hat? Kevin Stöger. Und wo ist der jetzt? Genau, nicht mehr beim VfL Bochum. Das heißt, wenn Bernardo weggehen sollte, Stöger ist schon weg. Also die haben da wirklich wichtige, wichtige Spieler verloren. Da sehe ich es einfach wirklich schwarz für VfL Bochum dieses Jahr. Deswegen hier Platz 17. Auf dem Relegationsplatz ist dann der nächste Aufsteiger. St. Pauli schafft es für mich, den direkten Abstieg zu verhindern, indem sie ja, über eine kämpferische Leistung kommen, ähnlich wie vielleicht ein VfL Bochum. Ich denke aber, dass die Debütsaison wie immer so ein bisschen mehr Aufwind gibt, ein bisschen mehr Euphorie entfacht. Wenn, ich kann mir halt eher vorstellen, dass St. Pauli in einem Heimspiel vielleicht mal Eintracht Frankfurt einen Unentschieden abluchst, so oder mal in Heidenheim niederringen kann oder in Union Berlin mal die 3 Punkte zu Hause gegen Union Berlin die 3 Punkte zu Hause behalten kann. Das traue ich St. Pauli dieser Saison deutlich eher zu als in VfL Bochum und deswegen habe ich sie hier über der roten Linie, über Platz 17 und damit mit der Chance in der Relegation, die auf den Abstieg zu verhindern. Vielleicht gegen den HSV in der Relegation, aber das sind Träume für die Rückrunde. Auf Platz 15 im Abstiegskampf habe ich dann Union Berlin. Ich habe sie schon angesprochen, für mich sind sie auch wieder unten drin. Sie haben den Kader, ich will nicht sagen verschlechtert, aber die Verstärkungen, die bis jetzt gekommen sind, klar, Transferfenster hat zur Zeitpunkt der Aufnahme noch gute, naja, nicht ganz 2 Wochen noch zu gehen, also da kann noch richtig viel passieren. Ihr wisst, der Deadline Day alleine kann ja teilweise viele Deals noch ermöglichen. Für mich ist aber die Kaderzusammenstellung und das Ganze drumherum um den Verein etwas zu unruhig, etwas zu unstrukturiert, nicht so diesen ganz klaren Plan, den Union Berlin ja bis in die Champions League geführt hat. Und für mich ist deswegen Union Berlin auf Platz 15. Dahinter wollte ich schon sagen, davor steht dann der FC Heidenheim. Für mich Abstiegskandidat nicht so wirklich. Abstiegskampf definitiv. Der Kader, gerade ein Tim Kleindienst, tut extrem weh. Ein Dingchi, der gegangen ist. Ein Jan-Niklas Besse, der gegangen ist. Quasi die offensive Dreierreihe, die, man muss ja auch mal sagen, die Defensive von Heidenheim war in Ordnung. Aber nicht überragend, auf gar keinen Fall. Aber die Offensive hat so viele Punkte noch ergattert. Ich erinnere an Spiele gegen Dortmund, wo sie ihn 2-0 aufgeholt haben. Ein Spiel gegen Stuttgart, wo sie, glaube ich, auch 3-1 hinten lagen und dann noch 3-3 spielen am Ende. Also wirklich krasse Sachen, wo Heidenheim einfach über die offensive Qualität und vor allen Dingen auch Effektivität gekommen ist. Das wird denen abhanden kommen. Sie haben im Pokal hat der neue Stürmer schon richtig genetzt, einen Dreierpack gemacht. Aber ich denke, dass die individuelle Qualität einfach klar gesenkt worden ist und deswegen für mich Platz 14. Ein Platz oben drüber, immer noch Abstiegskampf, ist dann der FC Augsburg. Augsburg für mich im Mittelfeld mit einem Engels, mit einem Meier, da haben die ganz spannende Spieler mit einem Breithaupt, also wirklich auch mit Entwicklungspotenzial, aber sonst, die Mirovic-Abgang tut einfach extrem weh. Ich finde, dass sie von diesen Mannschaften, die ich bis jetzt genannt habe, die, ich sag mal, Mannschaft ist, die am solidesten ist, also am meisten solide ist vielleicht besser formuliert, die einfach, sie werden ein paar Spiele gewinnen, ein paar verlieren, ein paar Unentschieden spielen,
immer mal wieder in Distanz kommen, in nahe Distanz zum Abstiegs, zu den Abstiegsrängen, aber am Ende wieder so 3-4 Spieltage vor Schluss schon alles klar gemacht haben. Ich denke, gerade wegen dem Holstein Kiel und auch im VfL Bochum wird der Abstiegskampf nicht direkt so spannend wie vielleicht letzte Saison. Ein Platz oben drüber, dann habe ich den FSV Mainz 05. Gruder ist weg, das tut extrem weh. Allein auch mir, auch wenn ich jetzt kein Mainz-Fan bin. Ich hätte ihn so gerne noch eine Saison in der Bundesliga gesehen. Brighton Hove Albion hat gerufen, Hützel hat gerufen. Von mir aus 30 Millionen, krasser Preis für einen Spieler, der eine, ich sag mal, gute Erstligasaison gespielt hat, aber auch keine extrem überragende. Aber die Anlagen sind da. Er hat ja auch schon unter Nagelsmann in der Nationalmannschaft ein bisschen mal im Training schnuppern können. Und ja, für mich Mainz eine klassische Mannschaft, ähnlich wie der FC Augsburg. Die sehe ich wirklich fast auf Augenhöhe. Wichtige Spieler verloren, sie können sich noch in der Breite auf jeden Fall verstärken und damit einen Kader haben, der sehr solide durch die Liga gehen sollte. Im Mittelfeld landet dann auch für mich der SC Freiburg. Die werden auch eine solide Saison spielen, die erste Saison nach Streich. Spielerisch, finde ich, haben sie immer noch eine super starke Truppe, sind immer noch ein Grifo und Günther, so die Achse der letzten Jahre, auch ein Lienhardt ist noch weiterhin da, ein Höhler. Sie haben jetzt Amadou ja schon letzte Saison geholt, wo ich denke, der kann eine richtig gute zweite Saison spielen, also da eine wirklich gute Rolle spielen in dem nächsten, in der nächsten Saison, in seinem zweiten Jahr. Insgesamt finde ich auch die Verpflichtung von Dingchi, der ist doch zu Freiburg gegangen. Ja doch, der ist zu Freiburg gegangen, fand ich richtig, richtig gut, weil die einfach nochmal, der bringt richtig viel Speed mit, Torgefahr, wir haben es bei Heidenheim gesehen, wie stark er ist. Und ich finde, er passt doch in das System von vom SC Freiburg gut rein und deswegen werden sie sich ein bisschen absetzen, auch von einem Augsburg und einem Mainz, aber trotzdem wird es diese Saison wieder nicht reichen, ins internationale Geschäft zu kommen. Es gab ja mal die Statistik, welche Mannschaften haben in den letzten 5 Jahren die meisten Punkte gemacht in der Bundesliga und da war, meine ich, Freiburg einfach auf Platz 5. Jo, Freiburg, wie krass ist das denn? Ich meine, die sind zweimal, einmal wirklich knapp und einmal so ein bisschen knapp an der Champions League gescheitert, so in den letzten 3 Saisons. Das muss man denen wirklich hoch anrechnen. Auf Platz 10 habe ich dann der letzte Platz in der unteren Tabellenhälfte, der letzte doppelstellige, zweistellige Tabellenplatz, den VfL Wolfsburg im Mittelfeld. Sie haben 9 Torhüter geholt, sie haben allgemein, finde ich, eine sehr spannende Mannschaft immer noch, eigentlich zusammen, aber für mich ist einfach nicht dieser Funken übergesprungen, dass ich sage, wow, die spielen jetzt guten Offensivfußball oder sind extrem knallhart in der Defensive. Die sind einfach gut in allen Belangen, so ähnlich wie SC Freiburg, nur ohne das Inspirierende so ein bisschen. Klar, so ein, na, wie heißt der nochmal, Wimmer, kann auf jeden Fall sowas reinbringen. Die haben auch ein paar Redes, der sehr gut ist. Also die haben da schon ein paar Spieler, wo ich mir was vorstellen könnte. Momentan ist das aber noch nicht der Fall. Deswegen bei mir auf Platz 10 noch in der unteren Tabellenhälfte. Auf Platz 9 habe ich dann Borussia Mönchengladbach. Die waren ja letzte Saison gar nicht gut. Die hatten eine ganz gute Endphase der Rückrunde, auch getragen durch den Robin Hack, der sehr gut in Form gekommen ist. Ich denke, sie werden sich deutlich festigen und endlich mal wieder in der oberen Tabellenhälfte Platz nehmen am Ende der Saison. Platz 9, finde ich, ist immer noch sehr solide, auch wenn sie damit Europa verpassen werden. Außer sie gewinnen den DFB-Pokal, okay. Aber sie werden Europa verpassen, meiner Meinung nach. Und mit der Konkurrenz, die es um die oberen Plätze gibt, ist das auch erstmal nicht verwerflich. Ich denke, sie werden aber zeigen, dass sie eine starke Saison spielen können. Ich denke, dass der Trainer weiterhin einen guten Job machen wird. Und dass wir eine Weiterentwicklung sehen, zumindest mal was die Ergebnisse angeht. Denn die Spielweise, ich bin nicht so ganz überzeugt vom Trainer von Borussia Mönchengladbach. Ich finde das einfach alles ein bisschen, da fehlt mir noch wieder diese Inspiration. So ähnlich wie ich das meinte beim VfL Wolfsburg. Da fehlt mir einfach dieses Etwas, wo ich mir denke, okay, dafür steht Gladbach jetzt gerade. Da können sie richtig brillieren. Trotzdem denke ich eben, dass in der zweiten Saison unter Seoane, unter dem Gladbach-Trainer, es besser werden wird. Und deswegen für mich Platz 9, Tim Kleindienst, wird auch seinen Beitrag dazu leisten können. Auf Platz 8 oben drüber, auch wenn es mir nicht vielleicht so sehr gefällt, habe ich Hoffenheim. Sie haben einfach wieder mit Logic den Abgang von Bayer zu Dortmund richtig gut kompensiert. Einfach ein toller Spieler mit auch noch viel Potenzial, der in der Bundesliga aber schon gezeigt hat, dass er auf jeden Fall gut treffen kann. Und ich denke auch einfach wieder, Hoffenheim hat einen guten Kader zusammen. Ich finde Matarazzo immer noch einen wirklich guten Trainer. Sie werden zwar wieder das internationale Geschäft verpassen, meiner Meinung nach. Deswegen mal gucken, ob Matarazzo die ganze Saison noch bis zum Ende macht. Aber ich denke mal schon. Deswegen reicht für mich für Platz 8. Aber ich habe einen kleinen Sondertipp auf Platz 7. Und zwar nämlich Werder Bremen. Die habe ich auf Platz 7. So ein bisschen Überraschungstipp für mich.
Ich finde, dass die einen Keke Top geholt haben für einen Volchamade, sehr, sehr gut. Ich fand ihn nämlich gar nicht schlecht, Keke Top. Man muss natürlich abwarten. Momentan läuft gerade der DFB-Pokal und er hat auch dort schon genetzt für Werder Bremen gerade, Keke Top. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Spieler. Duxch ist ja immer noch da. Ich finde, die haben auch eine gute Defensive. Ich finde auch, dass ein Mitchell Weiser gehalten werden konnte, Stand jetzt. Er ist einfach sehr positiv für Werder Bremen. Ich denke, sie können auf ein spannendes, gefestigtes System, eine gute Heimstärke und eine extrem gute Mentalität zurückgreifen und werden damit in nicht der Conference League spielen vielleicht. Man weiß jetzt natürlich noch nicht, wie es am Ende so aussieht mit 5. Champions League Platz oder nicht. So, das weiß man natürlich noch alles nicht. Deswegen offiziell Platz 7 noch Mittelfeld, aber könnte natürlich schon für die Conference League reichen. Aber für wen es definitiv meiner Meinung nach für die Conference League reichen wird, also für Platz 6, ist Eintracht Frankfurt. Ich weiß, Topmüller ist nicht so beliebt bei den Fans. Der Ballbesitzfußball, den er hat spielen lassen, war wirklich sehr uninspirierend und einfach langweilig. Das ewige U, sage ich dazu als kleines Stichwort. Immer von Linksverteidiger, Innenverteidigung, Rechtsverteidiger, zurück zum Innenverteidiger und wieder Linksverteidiger. So dieses ewige U, vielleicht mal auf den Flügel, aber dann wieder zurück zum Verteidiger. Und das hat echt wehgetan anzuschauen. Aber ich finde, mit Can Unsun haben sie einen tollen Spieler. Marmoush, extrem gut. Chaibi, Etikete jetzt fest verpflichtet. Also ich sag mal so, diese individuelle Qualität in der Offensive muss einfach für was gut sein. Auch im Ballbesitz gar nicht so schlecht. Und deswegen ist für mich Eintracht Frankfurt definitiv der Top-Contender für Platz 6, vielleicht auch für Platz 5. Aber da habe ich momentan noch eine andere Mannschaft, die die Europa League erreichen wird, was für sie vielleicht sogar enttäuschend ist, und zwar RB Leipzig. Lustigerweise hatte ich bis vor, ich weiß nicht, einer Stunde noch auf Platz 5 Stuttgart stehen. Aber eigentlich dachte ich, jetzt auch vielleicht vom Supercup habe ich mich trügen lassen, die Zugänge von Stuttgart machen Sinn. Das Spielsystem ist immer noch extrem gut. Sebastian Hoeneß macht immer noch einen tollen Job. RB Leipzig hat klar wieder wichtige Spieler verloren, haben auch wieder 20 Millionen für 19-Jährigen ausgegeben. Man kennt es bei RB Leipzig. Also die haben richtig Geld in die Hand genommen, wieder um die Abgänge zu verkraften. Deswegen sehe ich Leipzig gar nicht so viel schlechter, aber ich glaube, ich sehe einfach Stuttgart nochmal gefestigter. Und ich glaube, dass Leipzig, also ich habe das Gefühl, dass wir in dieser Saison wirklich eine Top 6 erleben, die sich wirklich gegenseitig die Punkte zocken. Dass Frankfurt gegen Leverkusen mal gewinnt, dass Bayern gegen Leipzig gewinnt, dass Dortmund gegen Stuttgart gewinnt, dass Stuttgart aber mal gegen Leverkusen endlich mal gewinnt, im Supercup war es ja fast schon soweit, und dass ein RB Leipzig auch mal gegen Bayern gewinnt. Ich glaube, da können sich diese Top 6 wirklich die Punkte ein bisschen schnappen. Dortmund habe ich da ein bisschen Angst noch vor, ob das wirklich so kommt bei denen, aber da kommen wir gleich zu. Aber Leipzig auf Platz 5, Stuttgart eben auf Platz 4, für mich Champions League nächstes Jahr schon wieder. Letztes Jahr Vizemeister geworden, dieses Jahr rutschen sie bereits 2 Plätze ab. Sie haben Demirovic geholt. Ich meine, klar, sie haben Gerasi nach Dortmund verloren, sie haben Anton verloren, aber ich finde, die Spieler, die sie geholt haben, ein Stiller ist immer noch da, ein Undav ist da geblieben, Mittelstädten, Führig, Nübel, also diese Achse, die sie stark gemacht hat, ist ja immer noch zu großen, großen Teilen da. Und ich finde, mit Demirovic haben sie einen guten Stürmer geholt, der, ich spoilere schon mal ein bisschen, für mich nicht extrem gut Gerasi ersetzen kann, aber ich glaube, das wird als Kollektiv sehr gut aufgefangen. Auch Mio ist ja noch da, noch. Und deswegen für mich Stuttgart Platz 4, Champions League, bam. Auf Platz 3, und damit verbessern sie sich um 2 Plätze, Borussia Dortmund. Ich habe sie in der Champions League, ich habe sie vor Leipzig, vor Stuttgart. Ich denke, sie werden nämlich deutlich besser bestehen können gegen, ich sag mal, schlechtere Mannschaften. Ich denke, die Konterabsicherung, von dem, was ich jetzt so mitbekommen habe bei Dortmund, ist jetzt einfach deutlich besser geworden, ist ein Ding gewesen, wo sie viel Wert drauf gelegt haben in der Vorbereitung. Natürlich, wie wird das umgesetzt, muss man noch gucken. Ich glaube auch, dass bestimmte Spieler, wo ich auch noch oft bei den Awards zukomme, nochmal deutlich aufblühen werden. Ich finde, Anton ist einfach ein extrem guter Transfer. Ich denke auch, dass ein Gyrassi seine 20 Buden machen wird für Borussia Dortmund, wenn er fit bleibt. Und damit hat man eine Mannschaft. Maxi Bayer habe ich jetzt gar nicht, erwähne ich jetzt erst. Also das ist auch für mich ein super Transfer gewesen. Und Stand jetzt bleibt ein Daniel Malen. Stand jetzt bleibt ein Karim Adeyemi. Und dann hast du wirklich eine Offensive, die sich nicht verstecken muss vor der Bayern-Offensive, sich nicht verstecken muss vor der Leverkusen-Offensive. Und das gepaart mit einem Anton Schlotterbeck, vielleicht plus Süle, plus Riasson, plus Jan Kuto, also einer Defensive hier, und ein Kobel, ein klasse Torwart. Also das ist eine Mannschaft, wo ich noch ein bisschen im Mittelfeld nicht weiß. Pascal Groß, auch ein guter Transfer. Also die haben sich einfach wirklich auch in der Breite so verstärkt, finde ich, dass sie zumindest mal in der Bundesliga definitiv oben angreifen können. Platz 2 der Vizemeister, und da habe ich nicht Leverkusen, da habe ich FC Bayern. Vincent Kompany und die Bayern, tolle Transfers gemacht. Ich finde, ein Palinha war einfach wichtig. Das tut mir ein bisschen leid für Thomas Tuchel, dass er ihn einfach nicht bekommen hat. Dann ein Olise ist natürlich spannend, aber ich finde auch ein Ito, gut, hat sich jetzt leider verletzt. Das ist natürlich extrem bitter.
Sie haben De Ligt abgegeben, Masroi, unter anderem Saragossa ist jetzt erstmal in die spanische Liga erstmal nochmal gegangen. Trotzdem glaube ich, dass die Bayern nochmal deutlich dominanter auftreten werden wie unter Tuchel und diese Dominanz eher mal in offensive, ja, in offensiven Output bringen werden. Und deswegen sind sie für mich, ja, ein Platz vor letzte Saison. Von Platz 3 auf Platz 2 werden sie am Ende sich hoch erhieven irgendwie. Es wird, wie gesagt, sehr knapp unter den Top 6, aber für mich bleibt eine Sache gleich. Und das ist natürlich der Meister. Champions League heißt dann wieder mal für Leverkusen und Back-to-Back-Meisterschaften für mich, für Bayer Leverkusen. Ich glaube bei weitem nicht, dass es eine undefeated Bundesliga-Saison wird, bei weitem nicht. Ich finde, im Supercup hat man wieder gesehen, dass Stuttgart sowieso Leverkusen schlagen kann, auf 90 Minuten gesehen. Das ist einfach realistisch. Ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, muss natürlich überhaupt nicht so sein. Vielleicht rasiert Leverkusen wieder alles, ja, kann sein. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir in dieser Saison am letzten Spieltag oder am vorletzten Spieltag in dieser Saison, 24-25, können noch drei Mannschaften Meister werden. Das ist mein Call. Das ist mein Call. Quote me on that, falls es nicht so kommt. Quote me on that, genau, falls es so kommt. Egal, ob es dann Leverkusen, Bayern, Dortmund sind, die am vorletzten Spieltag alle noch Meister werden können, oder ob es Leverkusen, Bayern, Stuttgart sind, es werden drei Mannschaften noch Meister werden können am vorletzten Spieltag. Jetzt kommen wir also zu den Awards. Also, die Bundesliga-Tabelle an sich haben wir jetzt durch. Jetzt kommen wir zu den Awards mit zum ersten Top-Torschützen. Da habe ich Harry Kane, ähnlich wie letzte Saison. Ich denke, er wird wieder über 25 Tore schießen. Das ist, glaube ich, kein Surprise für irgendjemanden. Er hat einfach eine unfassbare Klasse. Am Ende wird es für mich zwar wieder nicht für den Bundesliga-Titel reichen, aber trotzdem, der Typ ist einfach individuell zu gut. Und wir Mannschaften wie Kiel, St. Pauli, ich sag auch ein Heidenheim, ich sag auch ein VfL Bochum, wo die Bayern vielleicht dann doch mal mit 6-0 oder 5-0 gewinnen können, wo dann ein Harry Kane wieder seinen nächsten Dreierpack macht und deswegen für mich wird er so viele Tore schießen. Vorlagen, Top-Vorlagengeber ist für mich ein Spieler von Borussia Dortmund, Julian Brandt, über 15 Vorlagen, Bundesliga-Vorlagen, traue ich ihm zu, jetzt mit einem Maximilian Bayer, den er schicken kann. Ciro Guirassy, der mit Flanken füttern kann. Weil, was finde ich ein bisschen underrated war bei Julian Brandt, sind die Flanken aus dem Halbfeld, die er wirklich butterweich immer auf den zweiten Pfosten in die Höhe des 5-Meter-Raums bringen kann. Richtig, richtig gut. Und deswegen, denke ich, schafft er diese Marke. Mein Breakout-Player für diese Saison ist Julian Duranville, wieder ein BVB-Spieler. Er ist ja schon vor anderthalb Jahren zum BVB gekommen, im Winter 23. Hat dann am letzten Spieltag gegen Mainz, wo Dortmund die Meisterschaft verspielt hat, eine gute zweite Halbzeit gespielt. War dann viel mit Verletzungen, ich glaube ein Wachstumsschub war da auch, einfach in der letzten Saison nicht so viel gespielt, aber er ist immer noch 17. Immer noch ein absoluter Youngster. Dortmund hat doch viel Geld hingelegt, um Duranville zu kaufen. Und der hat eine super Vorbereitung gespielt, hat im Pokal jetzt auch getroffen, direkt nach Einwechslung. Der Typ hat das, was man bei Jadon Sancho, bei Christian Pulisic, bei diesen Spielern gesehen hat. Brutales 1 gegen 1, unschlagbares Tempo und eine Klarheit in seinen Aktionen, die deutlich besser geworden ist, gepaart mit einem unfassbaren Spielwitz, deswegen für mich der Breakout-Player. Der Flop-Transfer, und da bin ich mir so unsicher, weil irgendwie, ich habe die ganzen, gerade auch teureren Transfers mir angeguckt und dachte mir, ich dachte vielleicht der neue Torwart vom VfL Wolfsburg, aber irgendwie dachte ich mir eigentlich sehen die Transfers sehr gut aus, die irgendwie alle Mannschaften gemacht haben. Aber für mich habe ich mich dann entschieden, Flop-Transfer, Ermedin Demirovic vom VfB Stuttgart, nicht weil er komplett verkacken wird, nur 3 Saisontore macht oder nur 5 Scorer. Ich denke, er wird so auf so 12, 13 Scorer kommen, so 7, 8 Tore schießen, vielleicht 9 und dann noch 3 Vorlagen dazu. Ich glaube aber, dass er gerade bei den Toren deutlich hinter Guirassy abfällt, weil er auch vielleicht eher nochmal den Wandspieler gibt, der weniger sich perfekt für den Abschluss positioniert, sondern vielleicht mal führig nochmal den Ball besser auflegt oder einen Undaff. Und deswegen, ich will nicht sagen, der Transfer wird mega abkacken, aber ich glaube, man wird mehr von ihm erwarten. Gerade weil Demirovic so eine extrem gute Saison letztes Jahr gespielt hat für den FC Augsburg. Der Top-Transfer dahingegen ist für mich Ehren Dingchi zum SC Freiburg. Ich habe schon ein bisschen erwähnt bei den Platzierungen in der Tabelle, wie stark ich ihn fand bei Heidenheim. Ich finde, er passt sehr gut ins Freiburger System. Er wird nochmal eine absolute Kontergefahr sein für jeden Gegner. Und Freiburg stellt sich auch mal gerne hinten rein, verlässt sich auf eine gute Defensive. Aber auch im Ballbesitzspiel kann er sehr viel, ja, Raffinesse reinbringen. Und dann Vincenzo Grifo auf der einen Seite, Dingchi auf der anderen, in der Mitte in Höhler zum Beispiel oder in Gregoritsch. Das finde ich mega, mega stark von Freiburg.
Die Überraschung oder das Überraschungsteam, ihr habt es vielleicht schon vermutet bei der Tabelle, ist Werder Bremen, dass sie möglicherweise mit Platz 7 auf jeden Fall mal Mannschaften wie Hoffenheim hinter sich lassen oder Wolfsburg die Chance haben, international zu spielen. Das ist für mich auf jeden Fall die Überraschung wert. Ich habe schon die Gründe dafür genannt, für mich die Überraschung Werder Bremen. Die Enttäuschung wiederum, man könnte ja auch ein VfL Bochum nehmen, für mich ist aber VfL Wolfsburg, sie haben wieder viel Geld ausgegeben. Sie haben eigentlich wieder eine Mannschaft, wo du denkst, die können eigentlich international spielen, aber sie werden wieder grottenschlechten Fußball spielen. Vielleicht ein, zwei Lichtblicke geben, aber für mich VfL Wolfsburg die Enttäuschung. Im Mittelfeld werden sie sich wiederfinden und das sind für die Einsprüche viel zu gering. Und das war dann meine Bundesliga-Prognose für die Saison 2024-25. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne Kommentare, wer ist euer Torschütze, Vorlagengeber, wer wird Meister, wer steigt ab. Danke fürs Zuschauen, wirklich danke, danke für den Support, auch für den ganzen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.